Also die schönste Erinnerung ist eigentlich gewesen, dass ich das Team hinter mich bekommen musste. Die war natürlich kritisch. Da kommt jemand, den kennen wir nicht. Der war noch nie im ZDF, der kommt vom Privatfernsehen. Wie wird er das machen? Und meine Feuertaufe war eigentlich, dass ich vorne den Trailer sprechen musste. Also genau auf 30 Sekunden ungefähr bis zu den Heute-Nachrichten. Und da haben alle schon gesagt, das packt der nie. Der ist niemals pünktlich auf die Sekunde fertig. Und das habe ich in einem Fluss hinbekommen. Selber Herzklopfen gehabt, aber auf die Sekunde war ich fertig und alle guckten und sagten, okay, der passt zu uns. Ehrlich gesagt nicht, weil ich mir gar nicht so richtig vorstellen konnte, was auf mich zukommt. Schlager war per se für mich nicht mein Ding, absolut, aber Wolfgang Pengte, Unterhaltungschef, hat einfach gesagt, wir wollen mal was ganz anderes. Wir wollen keinen Schlagersänger haben. Er hat sogar gesagt, wir wollen keinen Schlagerfuzzi haben. Und wir wollen einen Erfahrenen haben, der als Journalist unterwegs ist, der aus der GEM-Abteilung rauskommt und der einfach mal die Leute überrascht, mit dem niemand gerechnet hat. So war ich völlig unbelastet. Aber ich muss zugeben, ich war sehr neugierig auf die Menschen. Und deswegen habe ich diesen Job dann auch letztendlich angenommen. Denn die Menschen haben mich immer interessiert und ich wollte auch mal die ganzen Schlagerleute dann kennenlernen. Wie sind die so? Und deswegen bin ich da eben halt mit einer gesunden Neugierde rangegangen und das war eigentlich das Beste, was ich machen konnte. Die entscheidende Phase war nach 2 Jahren. Denn da fragte man mich, ob ich weitermachen wolle. Und ich habe zum ZDF gesagt, ehrlich gesagt, nein. Denn wir müssen was ändern. Ich hatte mich inzwischen umgehört auf der Straße mit den Menschen gesprochen und habe gesagt, wie soll eigentlich die Hitparade aussehen, damit sie euch richtig gut gefällt? Und alle sagten zu mir, wir wollen eine live gesungene Hitparade haben, bei der man eben halt wieder merkt, wer kann was und wie hat er was drauf, wie ist sein Live-Gesang? Also Leistung zeigen. Und da musste man das ZDF schon überreden, es war ein ganzer Probentag mehr zu investieren. Aber es ist letztendlich gelungen. Und auch das, was auf deutschsprachig wieder den reinen Wettbewerb dann rübergezogen haben, war mir wichtig, denn ich wollte Pur, Prinzen, P. Werner, deutschen Pop-Rock drin haben und vor allem auch Newcomer. Und da musste man einfach mehr Platz schaffen für deutsch Gesungenes. Ich hatte ja meine internationalen Stars dann noch außerhalb des TEDs, also während des TEDs, wie genauer gesagt. Und es lief dann auch ganz gut. Aber da war ein sehr großer Umbruch. Und dieses Ruder in die Hand zu nehmen, war für mich auch neu, auch mit dem Sender richtig Tacheles zu sprechen. Aber es hat sich gelohnt. Ja, ich meine, Pannen lieben wir alle. Von Pleiten, Pech und Pannen leben wir letztendlich. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele erleben müssen. Es ist immer eigentlich ganz gut gegangen. Ich habe ja mehr dann eigentlich ja, muss man schon wirklich sagen, als Moderator hinter den Kulissen dann eher Händchen gehalten von nervösen Schlagersängerinnen, die eiskalt waren oder von Kollegen, die sonst ganz cool auf einen zugaben, aber dann plötzlich, so wie Roy Black, sehr viel Emotionen gezeigt haben. Das war eigentlich meine größte Aufgabe. Und deswegen habe ich gar nicht auf Pleiten und Pech und Pannen so gehofft oder auch gewartet und habe sie dann schneller umgespielt, weil ich eigentlich, naja, eigentlich auch so Sachen sind passiert, dass ich mich so verquatscht habe mit Mireille Mathieu, dass der Aufnahmeleiter kam und mich am Schlawittchen gepackt hat und sagte, weißt du eigentlich, dass schon der Vorspann läuft? Zack, rein in die Sendung. Das sind die schönen Momente gewesen. Ich denke auch, weil alle wollten letztendlich wieder in dieser Sendung glänzen. Und wir haben eigentlich ein neues Forum für sie geboten, weil wir den Live-Gesang auch wieder eingeführt haben, waren sie auch ganz anders drauf. Alle anderen Sendungen, auch heute ist es ja noch so, werden ja meistens im Vollplayback-Verfahren gemacht. Man kommt, man guckt so ein bisschen, stimmt das Röckchen, sitzt das Löckchen. Aber die Nervosität dahinter, die war die entscheidende. Also eine Jule Neigel, die zum Beispiel einen Abfalleimer genommen hat, um Resonanzübungen zu machen. Kollegen wie Roy Black, die wirklich so zitternd dann vor einem saßen. Kalte Händchen von Vicky Leandros zum Beispiel, werde ich nie vergessen. Noch nie so ein kaltes Händchen gehalten wie von ihr. Oder auch, dass halt ständig die Toilette be belegt war. Ja, das ist halt einfach so das Zeichen gewesen, dass wirklich alle drum gekämpft haben, gut zu sein und gut zu wirken. Und das hat die Familie wieder zusammengeschweißt. Einige sind leider nicht mehr möglich. Zu Ibo hatte ich eine sehr, sehr große Freundschaft. Ich habe mich mit Rex auch sehr, sehr gut verstanden, wobei ich ihn auch kritisch angehen durfte, was mir sehr, sehr wichtig war. Naja, ab und zu letztendlich ist auch nochmal mit Wolfgang Petri ein bisschen Kontakt, eigentlich ein bisschen mehr über den Sohn. Und man sieht sich immer und immer wieder. Aber ich würde jetzt immer noch sagen, Freundschaften sind doch was ganz anderes letztendlich. Wir sind alles Kollegen. Freundschaften müssen über viele, viele Jahre sich entwickeln und da muss man auch durch, ja, Höhen und Tiefen letztendlich gehen. Und da sage ich mal, ist das Fernsehgeschäft doch ein ziemlich hartes.
Also ich habe nicht geweint, wie die Bild-Zeitung geschrieben hat. Und ich muss auch sagen, ich war eigentlich ein kleines bisschen froh, weil als Moderator in Deutschland bist du irgendwann gefesselt, du bist in einer Schublade drin. Ich wollte natürlich noch mehr machen als nur Schlager und habe dann eigentlich gesagt, ja, es gibt ein Leben nach der ZDFIT-Parade. Deswegen war es für mich so ein Abschluss, den ich eigentlich auch genossen habe. Man kann etwas schön abrunden und ich habe immer gesagt, jede Zeit hat ihre Helden. Also war ich emotional jetzt nicht so sehr am Ende der Sendung, sondern eher an einem neuen Lebensabschnitt für mich kleben geblieben. Und das hat es mir etwas leichter gemacht, aber auch da sehe ich mich wieder als Anwalt der Künstler, der Menschen, die da aufgetreten sind. Also Nicole in den Arm zu nehmen, war weitaus wichtiger, als eigene Tränen zu vergießen. Ich finde toll, dass so viele da sind, aber ich finde es auch toll, dass eben die Emotionen hochkommen. Ich habe die Sendung jetzt ein bisschen verfolgt, sie läuft gerade und die schönen Erinnerungen, die ganzen Emotionen, die da wieder so in einem hochkommen, auch dieses, ich muss schon sagen, auch leichte Lampenfieber, weil eben halt auch, naja, man erinnert sich dran, wie man das damals selbst gemacht hat. Ich musste ja live raus, dann war nichts mehr zu retten. Wenn es lief, lief es ganz einfach. Diese Emotionen kommen hoch und von daher muss ich sagen, bin ich auch dankbar, dass ich diese Sendung habe machen dürfen. Sie hat doch mein Leben geprägt. Ich bin heute noch mit dem Schlager verbunden und genieße es und bin dankbar. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man zu seinem ja, einem gewissen Lebensabschnitt oder auch Ende vielleicht auch mal eines Tages sagen kann, es war alles gut, so wie du es gemacht hast.